Blaugraues Meer und feiner weißer Sandstrand. Hua Hin, das älteste und einzige Seebad Südostasiens, am Golf von Siam in Thailand. Ein Seebad, wo die Gäste nicht schwimmen, sondern spielen gehen im Meer. Das Meer ist flach und warm, der Strand endlos. Der thailändische König selbst hat einst diesen magischen Ort für sich entdeckt. Und in seinem Glanz wurde aus einem Fischerdörfchen das Bad des Königs. Die Eisenbahn von Bangkok nach Singapur gibt es seit 1911. Sie brachte Prinzen, Adlige und die Elite Bangkoks nach Hua Hin. 2 Tage brauchte sie für die 200 Kilometer. Heute geht es mit der Regionalbahn noch immer gemächlich. Sie hält an jeder Station, auch mitten in der Landschaft, um Reisende und Imbissverkäuferinnen aufzunehmen. Einfahrt in den Bahnhof. Seit 90 Jahren hat er sich kaum verändert. Die königliche Familie hatte ihr eigenes Wartehäuschen. Heute das Wahrzeichen für Hua Hin. Auch König Bhumibol, Rama der IX. Genannt, kam noch in den 50er Jahren mit dem Zug. Es gab keine Straße von Bangkok nach Hua Hin. Und auch in Hua Hin gab es nur Feldwege. Wer heute hier ankommt, wird vom König empfangen. Auf die adligen Verwandten, die ihm nach Hua Hin folgten, warteten Ochsenkarren. Darauf wurde ihr Gepäck die 800 Meter zum Railway Hotel gebracht. Das Eisenbahnhotel war das einzige standesgemäße Gebäude im Fischerdorf seit 1922. Auf königlichen Befehl von Rama V. wurde es in europäischem Stil als Luxusressort aus Ziegel und Holz gebaut. Und umgeben von tropischer Parklandschaft mit Buchsbaumskulpturen. Ein magischer Ort, der Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt. 550 Gäste können hier sein, 450 Angestellte. Man spürt sie kaum in der weitläufigen Oase vergangener Zeiten. Das Museumscafé bewahrt Erinnerungen. Früher stand das Railway Hotel nur den Eisenbahnangestellten und den Eisenbahnreisenden offen. Auch wenn es heute der internationalen Hotelkette Sofitel gehört, der König wird verehrt, thailändische Tradition bewahrt, das alte Hausrezept seit 80 Jahren im selben Stil gekocht. In den Straßenküchen in Thailand kochen sie wie bei Großmutter. Egal, wo man sie findet, die sind authentisch. Nicht sehr fein in der Präsentation, aber sehr, sehr schmackhaft. Gebratener Reis, ein Arme-Leute-Nationalgericht in der berühmten Variante. Es stammt vom allerersten Chefkoch des Railway Hotels. Pon hat die Zeiten des Railway Hotels noch erlebt. Seit 40 Jahren arbeitet er hier. Inzwischen ist auch sein Sohn im Hotel angestellt.
Als Pon anfing, sah diese Suite nicht viel anders aus als jetzt. Hier hat er das Badezimmer geputzt und die Betten gemacht, als Zimmerboy. Heute ist er Restaurantmanager und glaubt seinem Sohn zum ersten Mal ein Zimmer von innen zeigen zu können. Als meine Kinder klein waren, durften sie hier draußen spielen, vor dem Hotel im Garten. Aber sie durften nicht nach oben kommen und in den Zimmern spielen. Sein Sohn hat als Kind hier Berühmtheiten gesehen. Am meisten beeindruckt haben ihn die thailändische Miss Universe und die Matratzen der Betten. Als ich klein war, habe ich hier immer gespielt. Wenn die Gäste nicht im Zimmer waren, dann sind wir heimlich auf den Betten gesprungen und haben vom Balkon Papierflugzeuge runterfliegen lassen. Der Chef. Als der Schweizer hier anfing, musste er, wie jeder Generalmanager vor ihm, durch den Elefanten laufen, eine Münze in den Brunnen werfen und Rama dem V. seine Ehrerbietung erweisen. Jeden Abend um 6 Uhr kommt der Anzünder der Kerzen. Die Gäste halten das für ein thailändisches Ritual. Thailändisch sind die Kostüme. Die Prozession ist eine Reminiszenz an den Lampenanzünder von Paris, der im 17. Jahrhundert allabendlich mit Laternen durch die Gassen zog, um die Öllampen anzuzünden. Hua Hin war einst ein kleines Fischerdorf. Heute leben hier 50.000 Einwohner. Mem wurde vor 62 Jahren hier geboren und ist hier aufgewachsen. In einem Dorf, in dem es nur eine geteerte Straße gab, einfache Holzhäuser, ein Luxushotel und den Sommerpalast des Königs von Thailand. König Bhumibol ist also seit Jahrzehnten Einwohner von Hua Hin. Früher zeigte er sich in der Stadt, kam zu ihren Läden und die Hua Hiner durften seinen Palastgarten besuchen. Heute ist er so krank, dass er seit Jahren das Bangkoker Krankenhaus nicht mehr verlassen hat. Er ist 87, aber auf eine Weise ist er eigentlich immer anwesend. Je näher man Hua Hin kommt, desto größer und zahlreicher sind die Plakate vom König und seiner Frau. Jeder Thailänder liebt seinen König, aber es scheint, in Hua Hin wird ein bisschen mehr geliebt. Wohl auch, weil durch den König der Wohlstand nach Hua Hin kam. Mem ist Restaurantbesitzerin. Sie spürt zwar die Krise im fernen Europa, aber noch muss sie sich keine Sorgen machen. Denn wenn Westler kommen, haben sie die Angewohnheit, 2 Wochen lang jeden Tag am Strand zu liegen, unter ihren Sonnenschirmen. Oder sogar direkt in der Sonne. Das ist ihr unverständlich, aber sie profitiert ja davon. Ich bin hier direkt neben dem Railway Hotel geboren und seitdem wohne ich hier. Wir hatten einen Imbissstand vor dem Hotel. Damals hieß es Railway Hotel. Meine Eltern hatten 13 Kinder. Sie waren arm. Das war sehr hart, mit so vielen Geschwistern aufzuwachsen. Aber wir hatten auch Spaß. Meine Eltern haben uns gut erzogen. Meine Mutter war nicht in der Schule, deswegen dachte sie, dass wir so viel Ausbildung wie möglich haben sollten. Ich habe schon die Königin und den König gesehen.
aber die letzte Zeit nicht mehr, weil die Gesundheit seiner Majestät nicht so gut ist und er bleibt nur noch in Bangkok. Aber ich habe gehört, dass er nach Hua Hin zurückkommt, wenn er wieder gesund ist, weil er Hua Hin so liebt. Den ersten Sommerpalast baute der Vorfahre von König Bhumibol, Rama der VI., im Jahr 1924, ganz aus Teak, auf 1000 Pfeilern. Er steht erhöht in der frischen Brise der Küste, sodass von allen Seiten der Wind durch die Zimmer ziehen kann. Die Gänge sind überdacht. Einer für die Frauen, einer für die Männer. Die Könige und Königinnen von Siam gingen getrennt zum Strand. Geschützt vor Blicken und der Sonne konnten sie sich nah am Wasser aufhalten. Die Gärtner heute teilen mit den Königen die Angst vor der Sonne, die ihre Haut dunkler machen könnte. König Bhumibol hat den Jazz nach Hua Hin gebracht. Weil er ihn liebt, richten die Einwohner ihm zu Ehren ein mehrtägiges Festival aus. Jedes Jahr, international, direkt am Wasser, umsonst und für alle. Und in Hua Hin sind wirklich alle Jazzfans. König Bhumibol hat die Welt nach Hua Hin gebracht. Doch westliche Musik, Moden und Touristen haben keine Traditionen zerstört. Buddhistische Toleranz lässt in Hua Hin das Alte und Neue nebeneinander gelten. Oder ist es königliche Weltoffenheit? Schon morgens um 6 begegnen sich Mönche bei ihrem alltäglichen Almosengang und andere Strandläufer. Nah am Wasser sein, das bedeutet Lebensqualität in Hua Hin. Nah am Wasser haben die Reichen, früher wie heute, ihre Sommersitze gebaut. Platz hatten sie genug an dem 5 Kilometer langen Strand in Hua Hin. Penchai Pendut ist mit der Königsfamilie über viele Ecken verwandt. Früher durften die Mitglieder der Königsfamilie viele Frauen haben. Sie bekamen viele Kinder und Enkelkinder. Irgendwann gab es zu viele Adlige und es wurde beschlossen, ab einem gewissen Verwandtheitsgrad gibt es keinen Titel mehr. Schöne Brise hier. Die alten Sommerhäuser der Adligen sind Teakpaläste im Kleinformat. Auf Pfeilern aus Holz und offen für die Brise. Alles ist offen. Die Brise kann hier reinziehen und hinten wieder raus. Das Fotoalbum gibt Aufschluss über die westliche Orientierung der noblen Gesellschaft damals. Die Mode zum Beispiel. So waren die damals angezogen, wenn sie schwimmen gingen. Thank you.
Die alten Strandhäuser verfallen heute, werden nicht bewohnt und nicht renoviert. Auch dieses Haus gehörte der Familie von Penchai Pendut. Die Verwandten, die es geerbt haben, nutzen es nicht. Ein Nachmittag auf der Terrasse, so war es damals. Siamesische Tradition und westlicher Lebensstil. Früher brachte mein Vater den Wagen im Zug hierher. Er brauchte 2 Tage, direkt nach dem Krieg. Es war ein Wagen mit aufklappbarem Dach, ein Chrysler. Er hatte viele Autos. Auf manchen Grundstücken steht neben dem verfallenen alten Strandhaus ein neues. Dr. Rungrot sammelt in einem Strandhaus alles, was er aus alten Zeiten kriegen kann. Sein Heimatmuseum, ein Sammelsurium aus Haushaltsauflösungen. Ein Zimmer ist ganz dem König gewidmet. In jedem thailändischen Haushalt hängen Fotos seiner Majestät. Auch Alltagsfotos. Beim Schreinern, beim Segeln, beim Baden. Wie aus einem Privatalbum. Und so fühlt es sich für den Hua Hinna wohl auch an. Der König gehört zur Familie. Der König und der Jazz. Der König und Elvis, King of Rock'n'Roll. Solches Geschirr, damit nahm man das Essen mit aufs Feld. Alle Gegenstände hier sind Antiquitäten. Diesen Korb benutzten Verkäufer. Auch das Klavier hier mit diesen kleinen Holzteilen. Sowas sieht man nicht mehr heutzutage. Ich denke, die reichen alten Leute wollen ihre Häuser nicht renovieren, weil überall Erinnerungen drinstecken. Die Erinnerungen an ihr Leben, die erste Liebe, sollen erhalten bleiben. Wenn man alte Romane liest, fällt auf, dass Hua Hin immer ein vornehmer Ort ist. Hua Hin ist der Schauplatz vieler bekannter Romane und Seifenopern. Zum Beispiel der Roman Pon Ni Quan Kim Nuan. Wenn der adelige Hauptdarsteller und die Darstellerin sich streiten, tun sie das woanders. Wenn sie sich versöhnen, tun sie das immer in Hua Hin. Hua Hin hat so einen Charme, von dem man gefangen genommen wird. An Hua Hin denkt man immer, auch wenn man lange nicht hier gewesen ist. Ob sie sich am Fischerhafen versöhnt und verlobt haben? Oder hat der Fotograf das pittoreske Motiv gewählt? Hua Hin, das Fischerdorf. Auf den Pfählen wurden früher die Tintenfische und Baumwollnetze getrocknet. Solange, bis die Fische weniger und die Touristen zahlreicher wurden. Hotels entstanden nebenan und die Gäste beschwerten sich über den Gestank. Die Fischer sattelten um auf einen lukrativeren Beruf, Restaurantbesitzer. Diejenigen, die Fischer geblieben sind, wurden ans andere Ende Hua Hins verdrängt. Doch ihren Fang verkaufen sie nach wie vor ins Stadtzentrum, in der einst prächtigen Markthalle, die seit 1926 die Hua Hinna-Dorfbevölkerung mit ihrem Angebot zum Staunen brachte. Dominique Martinez, der Chefkoch des Sofitels, kauft hier ein. Die thailändische Küche bietet für ihn ein unerschöpfliches Feld zum Ausprobieren, Neukreieren und manchmal auch Fusionieren mit den Rezepten seiner normannischen Großmutter. So. Les gingembre est très prononcé aujourd'hui, hein? Très frais. Im Shaolei, was Seenomade heißt,
kommt auf den Tisch, was quasi vor der Haustüre gerade eben gefischt wurde. Die Arbeitsabläufe der 70 Angestellten sind strukturiert wie in einer Fabrik. Hier wird wie am Fließband gekocht, dennoch traditionell und gut. Gebratener Reis zum Beispiel. Und Fische, Krebse und Muscheln. Heute ist Sonntag, deshalb werden rote Shirts getragen. In Thailand haben die Tage Farben. Montag ist gelb, Dienstag rosa. Dreißig Angestellte arbeiten unten in der Küche. 40 oben, wo früher die Netze trockneten. Die Besitzer sind die ehemaligen Fischerkinder. 13 Geschwister, die in der Hütte gegenüber aufgewachsen sind. Wir haben dort sehr einfach gewohnt. Alle in einem Raum unter Moskitonetzen. Die Männer waren auf der einen Seite, die Frauen auf der anderen. Heute hängt hier der Kronleuchter. Der König und seine Vorfahren. Wohlstand ist eingekehrt. Und moderne Zeiten. Bei 70 Angestellten muss einer schließlich den Überblick bewahren. Das Grand Hotel in zweiter Reihe gehört Dr. Rungrod. Gerne hätte er am Strand gebaut. Doch die behördliche Auflage war, hohe Häuser mindestens 500 Meter weit weg zu bauen. Das hat er eingesehen. Doch dann musste er zusehen, wie das Hilton in die Höhe wuchs, 2 Meter vom Strand entfernt. Als er höflich anfragte, wieso denn das Hilton am Strand so hoch bauen durfte, sagten ihm die Beamten nur, du bist wohl neidisch. Danach hat er aufgegeben. Dass sein Hotel nur ein 3-Sterne-Haus sein kann, weil es nicht am Strand liegt, ärgert ihn doch ein bisschen. Derjenige, der sich an die Regel hält, Gebäude mit einem Abstand von 500 Metern zum Strand zu bauen, sollte eine Steuerreduzierung bekommen. Der Preis für ein Zimmer direkt am Strand ist ja doppelt oder dreifach so hoch wie der eines Zimmers in der Stadt. Aber wir haben die gleichen Kosten von Strom, Wasser und Personal. Der Endverbraucher kann ja meinetwegen selbst aussuchen, ob er ein Zimmer am Strand für viel Geld oder eines bei mir für weniger bevorzugt. Die Behörde soll nur eine Maßnahme finden, dass eben auch alle gut verdienen können. Dr. Rungrod hat das Hilton verschwinden lassen. Zumindest bei ihm in der Lobby. Nicht aus Rache, sondern aus reiner Melancholie. Als Kind war ich so angezogen von dieser Gegend. Als ich das Geld hatte, habe ich von diesem Foto ein Gemälde anfertigen lassen. An dem Platz steht heute das Hilton Hotel, das hohe Gebäude des 5-Sterne-Hotels. Aber ich liebe die alten Zeiten. Es war so ein schöner Platz. Als ich klein war, saß ich auf diesem Felsen hier und angelte und ging baden. Ich war immer hier als Kind. Im Hinterland gedeihen für diese Region ungewöhnliche Pflanzen. Weinreben. Der einzige Weinberg Thailands liegt nur 40 Kilometer hinter Hua Hin.
Er hilft hier nicht mit. Er ist hier, um Touristen durch den Weinberg zu tragen. So werden sie hergelockt und haben dann die Möglichkeit, ihre Vorurteile gegen asiatischen Wein mit der Realität zu vergleichen. Wir reichen sie bei Weinwettbewerben ein und wir haben schon einige Preise bekommen, so wie letzten Monat in Japan den Preis für den weißen Shiraz. Bei einer Weinprobe wird der Beweis geführt, dass Thai-Wein auch zu Thai-Essen passt. Im Sala, dem Restaurant im Weinberg. Jeder, der den Dschungel betritt, sollte sich mit den Großeltern des Waldes gutstellen. Das geht mit einem Gruß durch die Hupe. Diese Kurve ist unfallträchtig. Deswegen stehen hier so viele Geisterhäuser. Versorgt mit Solarstrom. An gefährlichen Stellen wohnen bösartige Geister. Die Einheimischen haben Angst vor ihnen. Viel mehr als vor wilden Tieren. Dass man die nicht füttern soll, ist wohl eher ein Hinweis für Touristen. Im Gengrachan-Nationalpark sind die Elefanten, Tiger und Schlangen nicht nur wild, sondern auch scheu. Und eigentlich sollte man sich glücklich schätzen, wenn man nur einem Krebs begegnet, am Palau-Wasserfall, der sich durch Regen und Nebelwald über 16 Stufen in die Tiefe ergießt. Doch auch wenn die Bewohner des Dschungels nicht zu sehen sind, die Einheimischen wissen, sie sind da. Die gutartigen Geister sollen in großen alten Bäumen wohnen. Geister und Buddha. Thailänder versichern sich lieber doppelt für ein gewogenes Schicksal. Das ist für sie kein Widerspruch. Der schwarze Buddha. Eine große Pilgerstätte nahe Hua Hin. Thailänder sind überwiegend Buddhisten. Und auch wer es nicht ist, bringt dem Buddha seine Ehrerbietung dar. Mit Räucherstäbchen, Blumen und Blattgold. Was alles vor Ort gekauft werden kann. Kein Geld dabei ist keine Ausrede. Das kann man auch hier bekommen. Es gibt ungefähr 25.000 buddhistische Pilgerstätten und Klöster in Thailand. Wilde Affenhorden bevölkern die Treppe zum Tempel Khao De Khyab auf dem Hügel am Ende der Bucht von Hua Hin. Dreihunderttausend Mönche leben in Thailand allein von den Spenden der Gläubigen und bauen und erhalten damit die prachtvollsten Tempelanlagen. Playing in the sea. Im Meer spielen oder stehen. Aber niemals schwimmen. Das bedeutet Baden in Hua Hin. Und man tut es heute angezogen. Bikini tragen nur die Westler. Am 5 Kilometer langen Strand von Hua Hin sind die thailändischen Familien fast noch lieber am als im Wasser. Da sie den Strand nicht zum Sonnenbaden brauchen, nutzen sie ihn lieber kurz vor der Dämmerung und lassen ruhige Tage ruhig ausklingen. Im Familienunternehmen ist gerade eine Großbestellung eingegangen.
Eine Bangkoker Familie möchte in ihrem Strandhaus Fisch für 20 Leute geliefert bekommen. Im Sand am Strand wird Tintenfisch und Seebrass auf das Köstlichste zubereitet. Kurz bevor es dunkel wird. Kurz vor 8, jeden Donnerstag, in Dr. Rungrots Drei-Sterne-Hotel trifft sich der Rotary-Club von Hua Hin. Dr. Rungrot ist dabei und Mem. Die beiden kennen sich schon so lange. Als junges Mädchen war sie die Schönste vom Sofitel. Sie hat an der Rezeption gearbeitet. Witze und Albernheiten müssen vor der Versammlung gemacht werden. Denn diese ist eine ernste Angelegenheit, dauert exakt eine Stunde und beginnt und endet mit einem Ständchen für den König. Die Jugend von Hua Hin, oder ein kleiner Teil davon, hat ihre Bühne am Nachtmarkt. Nicht dem für Touristen im Zentrum, sondern dem sogenannten Kunstmarkt. Hier zieht es die schicken Bangkoker am Wochenende hin. Am Eingang zum Markt findet das improvisierte Breakdance-Happening statt. Der Markt ist außerdem der erste Flohmarkt Hua Hins, wo auch gebrauchte Sachen verkauft werden. Neben Kunsthandwerk und Blumenkleidern. Dieser Markt würde sich von keinem europäischen unterscheiden, wenn es nicht auch diesen Stand gäbe, der hier durchaus seinen Umsatz macht. Und die Garküchen, wo alles frisch und kurz gegart vor den Augen des Kunden zubereitet wird. Austernpfannkuchen zum Beispiel. Die schmecken wie Pfannkuchen mit viel Salz. Am Strand der letzte Abend des Jazzfestivals. Der, der ihnen die westliche Musik ins Land gebracht hat, kann wegen seiner Krankheit leider schon länger nicht mehr dabei sein. König Pumipon hat selbst Jazzstücke komponiert, heißt es. Der Hai gehört zum Railway Hotel, das an den Tagen des Jazzfestivals auch ein Buffet vor der Bühne aufgebaut hat. Chefkoch Martinez und der Generalmanager nutzen das, um auch ein wenig Jazz zu hören. Doch dann kommt Pumipon auf die Leinwand. Ein Werbefilm fürs Königshaus aus den 50ern. 15 Minuten lang nutzt fast keiner die Jazzpause, um Bier zu holen. Sie sehen es wohl gerne, wenn ihr König aus dem Himmel steigt, es regnen lässt und für einen harmonischen Regenbogen über dem Land sorgt. Auf der Terrasse des Hotels verfolgt Mem das Konzert. Ob Jazz ihre Lieblingsmusik ist? Ja, Jazz ist schöne Musik. Sehr gut. Thangdam Rangsimpirat ist so alt wie der Royal Golf Course, der königliche Golfplatz in Hua Hin.
1987. 1924 wurde er eröffnet unter Rama dem VI. Thongdam war lange Golfprofi. Angefangen hat er hier als Balljunge. Dann wurde er Caddy. Er hat sich das Golfspielen bei den noblen Kunden bis ins kleinste Detail abgeschaut. So ist die Position, wenn man den Schläger hält. Wenn man den Schläger langsam hochhebt, streckt man den linken Arm so. Und so teilt man das Gewicht auf. Und wenn man den Ball schlägt, muss man auf die Schulterposition achten. Wann sind Sie Golfprofi geworden? Oh, ich weiß gar nicht mehr. Als Sie 13, 14 oder 15 Jahre alt waren? Nein, viel älter, ich glaube ab 40. Ja, es ist eine Ehre, mit dem Mann hier zu sein. Jeder in Hua Hin kennt ihn. Das ist Mr. Golf himself. Ja. In Thailand gibt es heute meistens weibliche Caddies. Auch hier werden nur noch Frauen eingestellt. Hübsch sollen sie auch sein. Doch um nicht braun zu werden, verunstalten sie sich mit Handtüchern. Der Chef des Platzes preist die Schönste an. Sie ist die Hübscheste. Thongdam Rangsimapirat hat viel erlebt in den Zeiten, als es auf dem Golfplatz noble Herrschaften und auch noch Tiger gab. Vom Balljungen bis zum Golfprofi. Mein Leben war schwierig, wirklich schwierig. Ich bin sehr zufrieden, was ich jetzt erreicht habe. Wirklich zufrieden. Sie betreibt den Kiosk seit 20 Jahren. Und seit 2 Jahren hat sie Gesellschaft. Einen kleinen, weichen Schlank-Lori, der ihr nicht vom Kragen weicht. Ich habe den Kleinen im Wald gefunden, als er noch nicht mal einen Monat alt war. Er heißt Jojo. Lass dich mal küssen. Feierliche Eröffnungszeremonie der jährlich stattfindenden Elefanten-Polo-Meisterschaft. Der King's Cup, der Pokal des Königs, wird ausgespielt unter 12 Teams aus 15 Nationen. Nach buddhistischer Segnung, Tanz und Blaskapelle wird das Buffet eröffnet. Für die Elefanten. Ladies and gentlemen, welcome to the 2011 10th anniversary. Und dann steigen sie auf. Die Reiter des Thailändischen nicht mächtig nehmen hinter den Einheimischen Mahouts Platz. Auf ihrem T-Shirt steht geschrieben, was rechts, links, vorne, hinten, schnell auf Thai heißt. Alle sind Profis. Pferdepolospieler aus Texas, Delhi, Nepal und Zürich. Defend, and he does so nicely. He's under the elephant
Sie nehmen die Meisterschaft bitter ernst. Der älteste Spieler ist gerade mal 15 Jahre jünger als der König, also 72. Beiden macht der Regen nichts aus. Auch im Sofitel herrscht Gelassenheit. Wenn es mal ein bisschen regnet, bringt das hier niemanden aus dem Konzept, an einem schläfrig ruhigen Nachmittag während der Regenzeit. Die dauert von Mai bis November. Und das bedeutet in Hua Hin, es kann auch mal schauern. Danach kommt garantiert wieder die Sonne zum Vorschein. Man muss nur Geduld haben oder eine buddhistische Lebenshaltung. Pon, der Restaurantmanager, deckt fürs Abendessen ein. Und sein Sohn empfängt die neuen Gäste mit seinem strahlenden Lächeln. Es ist so, wie es vor 90 Jahren schon war. Und wie es im Railway Hotel wohl immer sein wird. Veränderung oder Modernisierung gibt es hier nicht. Zumindest nicht so, dass die Gäste es merken. Hier und am weißen langen Sandstrand ist und bleibt Hua Hin das Seebad des Königs.